Ich hier wieder mit meinem achten Tutorial und heute gibt es ausnahmsweise mal kein Wire-Tutorial, sondern ein Advanced Post-Socket-Tutorial. Ich habe das vorher neulich schon mal angefangen, aber irgendwie hat das mit der Qualität nicht so hingehauen. Ich probiere jetzt einfach mal Widescreen, mal gucken, ob es geht. Also als erstes braucht ihr zwei Objekte. Einmal das. Einmal das und die stellt ihr genau so hin, also dass sie beide gleich sind. Ne? Dann nehmt ihr den Advanced Ball Socket Tool Ding und dann, oh Mist, müsste man das folgendermaßen einstellen. Also erstmal Torque Limit ist, Force Limit ist 0, Torque Limit ist 0, X Minimum ist 180. X Maximum ist 180, Y Minimum ist 180, Y Maximum ist 180, Z Minimum ist 180, Z Maximum ist 180, X Friction 0, Y Friction 0, Z Friction 0 und Free Movement ist auch an. So. Boah, das war viel. So. Dann müsst ihr nur noch den damit verbinden. Und was jetzt kommt, ist cool. Wow. Wow. Wii. Ja, die bewegen sich genau gleich. Keine Ahnung, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber das ist schon wirklich praktisch. Wofür, das zeige ich auch gleich nochmal. ja. Zum Beispiel hierfür. So, hier habe ich jetzt zwei Breens gemacht. Die habe ich quasi genauso gemacht wie die Gasflaschen. Da habe ich quasi zum Beispiel die rechte Hand mit der rechten Hand von der anderen Puppe oder den linke Hand von linke Puppe. Also ich habe alle Körperteile genauso gemacht. So, und dann müssten sie sich eigentlich ziemlich gleich bewegen. Ja, das sieht dumm aus. Okay. Wir können auch noch posen und gucken, was wir sonst noch machen können mit dem Typ. Und er bleibt immer in dieser Form im Schnitt, solange die andere Figur überall gefreezt ist. Zum Beispiel so, oder? Okay. Das wäre eine Methode, was man damit machen kann. Und noch eine ist zum Beispiel. So, das hier ist jetzt ein Auto, das funktioniert ähnlich nach einer ähnlichen Methode. Ich habe jetzt einfach dieses Rad, was von diesem Forcer angetrieben wird, mit den ganzen Rädern hier verbunden. Wenn man jetzt diesen Knopf da drückt, dann müsste das Ding eigentlich losfahren. Ui, und da fährt es. Wow. Also geht das halt. Das ist jetzt nicht so, als wäre es nicht nützlich in Wire, ne? Es ist einfach, damit kann man auch andere Sachen machen. Zum Beispiel nach Rakete oder so. So, ich konnte es nicht lassen. Ich musste einfach die Rakete bauen. Also es funktioniert quasi genauso wie die anderen auch. Ich habe die hier verbunden, den Stahlträger und diese komischen Harpunen. Und ja, die kann man dann so wie ein Jo- oh, aua. Wie ein Joystick lenken. So, und ist glaube ich das erste Mal, dass ich hier auf Flatgrass bin mit dem Tutorial. Okay, dann starte ich jetzt mal die Rakete, würde ich mal sagen, ne? Achtung. Los geht's. Uah. Und ich steuere sie einfach hier mit dieser komischen Harpune. Nur, es ist ein bisschen dumm hier zu gucken, wie man hier gerade fliegt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber man steuert das quasi mit der Maus, aber das ist ja auch nicht immer so sicher. Ah. Ja, so geht es. Das sieht ja irgendwie cool aus. Man könnte daraus ja auch so einen Turret machen, die man so per Joystick bedienen kann. Oh.
Ich glaube, das brauche ich jetzt auch noch mal. So, hier habe ich eine Turret gebaut, die funktioniert eigentlich genau wie die anderen auch, ne? Also halt so eine Art Joystick. Übrigens, die Seile sind rigid, also dass sie so komisch steif sind, ne? Nur für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben. So, man kann dann also diese Turret irgendwo, diesen Joystick irgendwo hin tun, die Turret da lassen. Und keine Ahnung, verkriecht man sich hier in die Ecke. Und warte mal, ich brauche ein paar Ziele. Scheiße, Rack, Mann. Brauche ein paar Ziele, keine Ahnung hier. Komische Kisten. Und ja. Dann nimmt man den Joystick so oben in die Mitte, drückt 9, also da, dass man seine komischen hier Dingens hat, dass man das die Kamera anschaltet, genau. Und dann drückt man schießen und dann kann man damit so wirklich gar nicht so schlecht schießen. Treffe ich mich auch selbst? Jo, ich habe mich gerade selbst getötet. Hey, da bin ich. Okay, das war nicht so klug. Naja, auf jeden Fall, das kann man mit den Advanced Ball Socket so alles machen. Das war's jetzt erstmal mit meinem Tutorial. Tschüss.